Ja, hallo liebe KiCad-Freunde. Ich möchte mit euch heute kurzen Überblick verschaffen über das neue KiCad 8. Jawohl, ihr habt es richtig gehört, es ist eine neue Version raus. Ich gehe davon aus, die meisten von euch haben das bereits gewusst. Wer das jetzt noch nicht erfahren hat, dann an dieser Stelle hier. Ihr könnt euch das also von KiCad.org herunterladen und ich möchte euch heute hier mal die ersten kleinen neuen Features zeigen, einen kurzen Überblick geben. Wir sehen also hier das neue KiCad und dann können wir hier mal ein neues Projekt erstellen. Ich nenne es mal KiCad 8 erster Überblick. So, und ich lege das jetzt mal hier ins KiCad 7 mit rein als eigenes Projekt. Ich gehe dann auch wieder in meiner neuen Videoserie drauf ein, entsprechend hier die Ordnerstruktur zu erstellen, wie ich das hier schon mal für 7 gemacht habe und auch für die vorhergehenden Versionen, natürlich auch hier für 8. Ich erstelle das mal schnell, weil ich möchte euch hier nur ein paar Sachen zeigen, die neu sind. Und dann haben wir hier als erstes einmal, wenn ihr ein neues Projekt angelegt habt, den Start hier soll die globale Standard-Symbolbibliothekstabelle kopieren empfohlen. Ja, also ich lasse das jetzt hier mal auf empfehlen. Wer KiCad 7 vorher installiert hatte, der erhält auch bei der Installation die Abfrage, ob er mit den Einstellungen aus KiCad 7 starten möchte oder ob er mit den Standardeinstellungen von KiCad 8 starten möchte. Ich habe mich jetzt entschieden, mit den Standardeinstellungen von KiCad 8 zu starten. Das hat den Hintergrund, ich möchte euch ja hier zeigen, aus einer Out-of-the-Box-Installation mit Standardeinstellungen, wie man das einstellt. Und dann wäre das natürlich kontraproduktiv, wenn ich meine ganzen KiCad 7-Einstellungen da übernehme. Euch empfehle ich natürlich da eure KiCad 7 Einstellungen gleich dort zu übernehmen, dann habt ihr da, denke ich mal, oder gehe ich davon aus, die Masse aller Einstellungen gleich wieder richtig gesetzt und könnt also verzugslos weiterarbeiten, ohne da jetzt erst in den Tiefen der Einstellungen jedes Mal wieder suchen zu müssen, was da eingestellt war oder das dann neu einstellen müsst. So, also wir installieren hier mal mit den globalen neuen Möglichkeiten und wir sehen jetzt hier, links ganz neu sind eben Projekteigenschaften angezeigt. Ich zeige euch das mal hier mit der Taste A. Füge ich mal einen Footprint, wollen wir auch importieren. Das machen wir hier alles mal. Ihr seht jetzt die ganzen Abfragen. Das mal hier nur ein schneller Überblick. Ich gehe mal hier wieder rein mit R. Ich hole mir mal hier einen Widerstand raus. Den lege ich mal hier ab. Wir sehen, er wird jetzt hier abgelegt und wir haben jetzt eben hier links. Hoppala. Wir haben jetzt eben hier links dann sofort die grundlegenden Eigenschaften. Ihr könnt das hier auch entsprechend wieder ausblenden, einblenden, ganz zumachen. Diese Schaltplanhierarchie. Jetzt muss ich mal schauen, wo kann man es jetzt ausblenden. Gut, das muss ich nochmal auf die Schnelle suchen. Wo man es dann findet, und dann seht ihr hier, ihr könnt jetzt hier also die horizontal spiegeln zum Beispiel anklicken. Ihr seht, hier wird das dann sofort ausgeführt. Also das waren alles Einstellungen oder Möglichkeiten, die ihr sonst wesentlich umständlicher eingeben musstet. Oder hier zum Beispiel mit Value kann ich ja nach wie vor den Wert eingeben. Ich kann das aber jetzt auch hier gleich eingeben, indem ich jetzt hier zum Beispiel mal 470 eintrage und dann mit Enter übernimmt er das sofort als Value. Also im Prinzip die ganzen Eigenschaftsfelder sind jetzt hier nach links gewandert. Ich kann das hier also schnell editieren. Das dazu, dann haben wir hier auch ein neues Problem oder eine Neuigkeit, die wirklich auch sehr, sehr wichtig war. Und zwar die Geschichte mit den Raster. Es gab immer das Problem, ich habe auch viele Anfragen bekommen zum Thema Raster, dass also zum Beispiel dann Wire und dergleichen nicht angeschlossen werden konnten, weil hier eben ein falsches Raster eingestellt war. Das kann ich jetzt hier über Eigenschaften, halt nicht über diese Eigenschaften, sondern über die Schaltplaneigenschaften entsprechend
einstellen. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wo ich das gefunden hatte. Und zwar. Nee, da auch nicht. Wo? Einstellungen. Nochmal schnell hier drauf. Ja, hier in diesen Einstellungen, also in den großen Einstellungen. Und dann müssen wir mal hier schauen, das Raster. Genau, hier sind wir jetzt also im Schaltplan-Editor, also in den Gesamteigenschaften hier im Raster. Und das möchte ich euch zeigen. Ihr könnt ja hier verschiedene Raster einstellen. Ihr könnt also hier jederzeit ein neues Raster hinzufügen mit irgendeiner MIL-Angabe. Das könnt ihr dann auch entsprechend nutzen. Voreingestellt sind hier 150, 25 und 10. Und jetzt war eben das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel das Raster für 10 Mil eingestellt habe, gab es dann eben die Probleme mit dem Wiring, dass das nicht richtig anzuschließen war. Dann musste man alle Elemente markieren und am Raster neu ausrichten und die Wires neu einstellen. Das umgeht man jetzt hier mit diesen Einstellungen. Die sind hier schon voreingestellt. Und wir sehen also verbundene Elemente. Das sind also jetzt hier meine Symbole, das sind damit gemeint. Die Wire-Verbindungen und der Text werden jetzt egal, also Rasterüberschreibungen nennt sich das, werden jetzt also egal, was hier links für ein Raster eingestellt ist. Ihr könntet jetzt hier, ich kann jetzt also hier mal ein Raster, hier ist mal Test, ja, was weiß ich, X, 1 Mill, einstellen, dann sollte das hier irgendwo auftauchen. Ja, wenn ich das jetzt also einstellen würde, würde ich hier mit 1 Mill im Schaltplan zeichnen, würde ich aber dann ein Element platzieren, also einen Widerstand oder irgendein anderes Symbol, egal, und auch Verbindungen zeichnen, beziehungsweise einen Text schreiben, würden die hier automatisch im 50 Mill Raster beziehungsweise im 10 Mill Raster gezeichnet werden. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Das heißt, in Zukunft kann es euch nicht mehr passieren, dass ihr jetzt hier ein Raster eingestellt habt, was neu angelegt ist oder ein anderes Rastermaß und dadurch Symbole zum Beispiel dann eben nicht mehr angeschlossen werden können, wenn man das Raster wieder umstellt. Das ist damit verhindert. Ihr habt jetzt hier diese 50 Mils und ich empfehle euch, lasst das bitte hier, diese 50 Mils auf den 1,27 mm. Das ist eigentlich Standard, so sind auch sämtliche Symbole gezeichnet. Das würde ich hier drin lassen und dann kann euch das nicht mehr passieren, dass ihr Symbole in einem falschen Raster platziert. Das wollte ich euch zeigen. Ja, alles andere, ich gehe mal hier wieder auf Abbrechen, das mal nur in Kürze. Es gibt noch eine ganze Menge mehr Funktionen, unter anderem auch, ich schaue mal, ob ich jetzt hier auf der Schnelle einen Arduino finde. Arduino, nehmen wir mal hier den Nano. Ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Symbol schon umgesetzt ist. Auch das eine neue Funktion. Ihr könnt im Symboleditor sogenannte Pin-Aliase vergeben. Ich mache mal hier mal sogenannte Pin-Aliase vergeben. Und zwar seht ihr ja jetzt hier, der Arduino hat jetzt hier D1, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Das sind ja die Anschlüsse. Ihr wisst aber auch, der Arduino, der ATmega 328, der da drauf verbaut ist, hat natürlich doppelt 3- und 4-fach-Belegungen für so einen Pin. Was heißt das? Wir sehen es hier oben. Hier der Pin D0 und D1 sind auch gleichzeitig RX und TX. Genauso gibt es dann hier die 8, die 9, 10 und 11. Das sind dann für den SPI-Bus MISO-MOSI Clock hinterlegt. Und das sehe ich natürlich hier nicht. Hier hat man es mal so gemacht mit diesem Schrägstrich Punkt TXT. Und jetzt kann ich also beim Zeichnen, kann ich sogenannte Pin-Aliase vergeben. Das zeige ich euch dann mal beim Erstellen eines Symbols. Und ich kann dann also hier, gehen wir hier weg wieder, kann ich dann hier an diesem Pin auswählen, über Pin-Aliase entsprechend, welche oder wie dieser Pin heißen soll. Also wenn ich den als GPIO nutzen möchte, lasse ich ihn hier als D4, möchte ich den jetzt als Analog-In nutzen, Analog-In oder beziehungsweise als MISO-MOSI, wenn wir es hier mal bei dem Pin 9 nehmen, wenn ich den Pin 9 hier als GPIO nutzen würde, dann lasse ich den hier auf D6 stehen, könnte aber dann auch auswählen über Pin-Alias als MISO-MOSI-Clock entsprechend, was da hinterlegt ist und
kann mir so auch im Schaltplan sauber darstellen, wo jetzt welcher Pin ist und muss jetzt nicht jedes Mal an irgendwelchen Layout-Zeichnungen raussuchen, ob das jetzt hier der MISO oder der MOSI ist, weil hier jetzt ja nur die GPIO-Bezeichnung eingetragen wurde. Das ist eine schicke Geschichte. Dann möchte ich euch noch was zeigen. Ich kann hier jetzt zum Beispiel diese Pins markieren und habe sogenannte Pin-Hilfsmittel. Ich kann jetzt hier Rechtsklick machen und auf diese Pin-Hilfsmittel reingehen und sagen elektrische Verbindung. Und wir sehen, jetzt wird hier sofort aus diesen 8 Pins, die ich hier markiert habe, kann ich jetzt also direkt 8 Drähte hier rausziehen und könnte die jetzt hier am nächsten Symbol wieder anschließen. Dann kann ich hergehen, ich mache das mal wieder zurück. Ich markiere hier zum Beispiel wieder meine Pins, Rechtsklick und kann sagen, keine Verbindung, dann sind die automatisch gleich alle abgewählt und entsprechend gelockt. Dann gehen wir nochmal hier rein. Na. Ja, was ist denn mit der Maus los heute? So, gehen wir hier nochmal drauf, Rechtsklick. Ich kann jetzt auch zum Beispiel die Netzbezeichner rausziehen. Dann habe ich die hier direkt dran liegen. Auch das kann ich sogar anders machen. Ich gehe nochmal hier drauf, markiere mir das, Rechtsklick, Pin-Hilfsmittel, elektrische Verbindung, ziehe mir die mal hier raus, sage okay und gehe jetzt nochmal hier drauf, markiere mir das, sage jetzt möchte mir jetzt hier mit Pin-Hilfsmittel die Netzbezeichner rausziehen und dann kann ich mir die hier auch gleich positionieren, zum Beispiel hier bis nach hinten ziehen und dann stehen die da zum Beispiel dran, je nachdem wie ich hier markiere. Dann können wir hier mal noch schnell auf diese 2 über die Pin-Hilfsmittel zum Beispiel einen globalen Bezeichner hinzufügen. Auch das kann ich hier entsprechend gleich dran ziehen. Dann können wir noch für diese 2 hier hergehen und einen hierarchischen Bezeichner erledigen. Auch das möchte ich euch zeigen. Hier einen hierarchischen Bezeichner zu ziehen, kann ich hier dann entsprechend drauf gehen. Und ich kann hier, wenn ich den einzelnen Bezeichner anzeichne oder anklicke, sehe ich auch hier links immer die Eigenschaften, die hier sich sofort mit anpassen. Also wir sehen hier bidirektional, es ist ja ein GPIO, ich könnte den jetzt auch entsprechend ändern. Er richtet sich aber hier anhand der Pins. Also diese Pins sind ja als GPIOs definiert, als bidirektionale, die zieht er sich auch gleich aus den Eigenschaften heraus, dass es jetzt hier ein bidirektionaler Pin ist. Wenn ich das mal hier oben für die Geschichte mache, schauen wir mal, wie das da aussieht, müsste eigentlich jetzt ein anderen Bezeichner nehmen. Genau. Hier sehen wir also jetzt VIN, das ist also ein Eingang, ein Input, das ist dann hier auch sofort hinterlegt. Also er sucht sich aus den Eigenschaften des Pins auch gleich hier die richtige Symbolik für den hierarchischen bzw. für die globalen Bezeichner etc. raus. Das waren so mal die schnellsten Überblicke für die ganz schnellen unter euch, die sich auch auskennen. Das waren also die 2 wichtigsten Neuerungen jetzt hier im Schaltplan. Alles weitere dann in den folgenden Videos, wo ich dann auch grundlegend anfange. Also ich bin jetzt auf den ersten Blick mal hier total begeistert von diesen neuen Möglichkeiten. Wünsche euch einen schönen Abend. Spielt mal ein bisschen rum. Bleibt gesund. Für spezielle Fragen bitte in die Kommentare reinschreiben. Dann mache ich da auch entsprechend wie gehabt spezielle Videos dazu. Und ich werde dann jetzt in nächster Zeit zeitnah anfangen mit einer neuen Grundserie für Anfänger mit KiKit 8. In dem Sinne, schönen Abend, bleibt gesund. Arvidia.